Damit bin ich immerhin etwas in der Dunkelheit geschützt. So. Stirb! Also ihr beide! Ja, gefälligst zu sterben. So. Und ihr auch. Also du eine. Du hast auch zu sterben. Denn ich mag keine einzelnen Fledermäuse. Ich mag sie noch weniger in Gruppen, aber einzeln mag ich sie auch schon nicht. Ja, kann ich das irgendwo hinsetzen? Hat es total gebracht. Weg. Ich hasse Wikinger. Skelette. Oder so. Dann einmal das Adamantium genommen, weil das brauche ich dringend. Ah. Weg. Ich mag keine Riesenfledermäuse. Und da ist noch eine. Ich hasse Riesenfledermäuse. Ah ja, Flosse. Ach, nehmen wir eigentlich mal alles einsammeln. So. Sind wir hier in so einem Eiswasserbiom? Oder sowas. Ich weiß es auch nicht, was das genau wieder ist. Steinblock. Bin ich denn hier gelandet? Ein Seeteufel. Ich mag die nicht, die Seeteufel. Die sind mir zu seeteuflisch. Ja. Was ist das? Ein Eiswassermann. Also ein Eismann. Oder so. Der kein Eis verkauft. Eine Eisschildkröte. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Was hat man denn Schildkröten mit dem Eis? So, stirb Schildkröte. Und Eiswassermann. So. Dann heißt es jetzt wohl die Schildkröte und den Eiswassermann abschlachten. Hier aus der sicheren Deckung. Ja. Die macht nur seltsame Geräusche, aber das ist mir mal egal. Was sind denn das für Töne? Es hört sich irgendwie seltsam an, muss man doch sagen. Na endlich. Ein Eiselementar. So. Das war mal ein Eiselementar, jetzt ist es nur noch ein... Eine Eisleiche oder so. Ich weiß es ja auch nicht. Ich sehe mal wieder einen Scheiß. Ein Wikinger. Gepanzerter Wikinger. Weg mit dem Wikinger. Ich mag ihn nicht. Mir zu Wikingerig. So. Damit haben wir dieses Adamantium. Wie viel haben wir jetzt? weg aus dieser Eishöhle.
an das man hier aber auch nicht sieht. Das ist das Schlimmste. Sterbt ihr alle! So, und hier raus. Und zurück da in diese Höhle, wo ich schon mal war, aber ich weiß ja nicht, ob ich da schon alles abgebaut habe. Und nehme hier alles ausgeleuchtet mit dem Hammer auf der Karte, damit ich auch weiß, dass ich hier war. Gut, das ist auch irgendwie von den Blöcken, die hier rumliegen, offensichtlich, aber wer weiß, ob die bis dahin noch hier liegen. Weg. Im Wikinger. So. Heia! Stirb! Nein! Oh Mann, wir sind scheiß Eiswassermann. Ich werde hier von allem umgebracht. So. 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 Dann einmal die Höllenschmiede nehmen. Und eine Adamantitschmiede. Könnte mir so ein Schwert machen. 50 Nahkampfschaden. Ja, mach ich. Ja, wer braucht den Scheiß noch? 50 Nahkampfschaden, das klingt schon mal viel besser. Na, den behalte ich nochmal. Was lege ich stattdessen ab? Hier, Blei. Und hier, das brauche ich eigentlich auch nicht. Was lege ich dafür ab? Was ist denn das da? Eine rote Hülse. Für Farbstoff. Naja, also wer braucht sowas? So, ich habe ein besseres Schwert. Ein Schwingschwert, mit dem ich hier durchschwingen kann, wie sonst wäre. Ach ja, und ich könnte mir vielleicht mal Adamantium Dinger machen. Barren. So, 5. Immerhin. Okay, was... Wie viel brauche ich von den Adamantium Barren? Adamantium. Spitzhacke. Wie viel brauche ich dafür? Damit ich mir die machen kann, dafür brauche ich 18. Willst du mich doch verarschen? Die brauche ich natürlich, damit ich mir jetzt nichts besseres Zeug abbauen kann. Also Chlorophyt. Huch, da kommt jemand. So, da bin ich wieder. Und ich schwinge mein Schwert. Mein Palladiumschwert, mit dem ich hier alle meine Feinde vernichten werde. Zumindest habe ich das vor. Wahrscheinlich funktioniert es überhaupt nicht, weil das Schwert viel zu schlecht ist. Aber irgendwann mache ich mir dann irgendwie ein Adamantium-Schwert oder sowas. Ich weiß es ja nicht, was ich mir dann machen werde. Ah! Zocken mir immer noch viel zu viel Leben, die ganzen Gegner.
Weg. 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 Mit euch allen. Das Problem ist, es macht nicht mal Licht. Das ist hier immer so. Ja, ich brauche irgendwie so eine Leuchtkugel. Die droppt. Wer hat denn die nochmal gedroppt? Ich wollte nicht runterfallen, ich wollte hoch. So, hier mit meinem mächtigen Schwert. Da aufpassen, da ist die Lava. Und dann heißt es jetzt hier abbauen mit das Palladium. Brauche ich zwar weniger als die anderen Sachen. Och, du willst mich doch veräppeln. So. Ja. Weg. Weg. Nein. Kann doch nicht sein. Überall, wo man hinkommt, wird man umgebracht. Ich leg mal Geld ab, weil sonst verliere ich das noch alles. Hier so eine Goldmünze, dann haben wir jetzt 100 Gold. Dann kann ich mir gleich eine Platinmünze wieder machen. Das finde ich schon mal sehr nett. Ja, da haben wir jetzt 2 Platinmünzen wieder. Das ist schon mal viel wert. Ich hatte ja irgendwie eine so ein bisschen angebraucht für, ich weiß nicht, was war denn das? Für diese... Ich bin natürlich auch intelligent. Muss man doch sagen. Das geht hier nicht. Ich glaube, ich muss mal diesen Elevator ausbauen. Also so bauen. Da muss ich mal eine provisorische Barrikade hinmachen aus Stein oder irgendwie. Also später machen wir den natürlich schöner, sage ich jetzt und mache es wahrscheinlich nie. Machen wir irgendwann mal einen Baustream oder sowas. Den wir einfach mal den Elevator umbauen. So eine Folge, die man dann getrost ignorieren darf, wenn man sich dafür nicht interessiert. So. Dann hier einmal zu. Und hier. So. So. Und so. Zu. Dann wird hier oben schon mal nichts mehr uns rauswerfen. Hier auch nicht. Das hier sind immer so die gefährlichen Stellen, wo es in irgendeine Höhle reingeht, weil da kommt dann manchmal irgendein Monster angeschissen und wirft einen in den Tod. Weil das machen Monster ja bekanntlich gerne, dass sie einen einfach in den Tod werfen. Ein Gesichtsschleim. So. Okay, dann muss ich hier halt das so machen. Da muss ich mich hier mal durchquetschen mit dem Quetschtrick. So. Jetzt von der Seite hier ran. Weil von der anderen Seite wäre das jetzt unklug, wenn ich mich dann selbst einbauen würde. Ja, die Würmer, die gibt es hier auch noch. Und die werde ich nicht verhindern können hier im Elevator, aber die sollten mich dann ja auch nicht mehr rausschubsen können, die schaden mir dann nur. So. Wurm, wo bist du? Ja,
Los, komm, Wurm! Komm! Geht doch. So. Und so. Ja gut. Das ist jetzt natürlich nicht das Spannendste, was wir hier machen. Ich glaube, ich beende auch mal an der Stelle vielleicht die Aufnahme und mache dann... Ja, dann machen wir das vielleicht wirklich mal in einem Livestream fertig, so als nächste Folge oder sowas. Dann, oder vielleicht machen wir dann auch... Vielleicht mache ich das hier auch erstmal offscreen so provisorisch zu und dann machen wir in dem Livestream irgendwie mal das schöner bauen einfach. Ja, hatte ich mir dann so überlegt, so könnten wir das machen. Also, dann auf jeden Fall bis dahin. Ciao!